Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft Tempel von Khatmogu. Ja, wir sind heute mal wieder hier gelandet. So, dann buffen wir uns erstmal hier schön durch. Ich hoffe, dass hier irgendwo eine Hexe mit bei ist. Schauen wir mal hier nach. Kein Hexer da. Mist. Wir haben zwei Dudus, einen Schamane, einen Jäger, zwei Jäger, einen Schurken, einen Krieger, einen Mönch und einen DK. Aber einer fehlt noch. Naja, egal. Ein Heiler? Was ist denn das für ein Heiler? Ein Schamanenheiler. Na gut. So. Ach, mal schauen, habe ich nicht neue Sachen gekriegt? Ein Dolch. Der ist Mist. Aber über meine. Oh, reparieren. Ich war jetzt gerade die ganze Zeit der Questin. Ich bin 83. 38 wollte ich sagen. Ich bin 83. Hurra! Ich hab fast ein ganzes Level gemacht. Hab allerdings auch schon über eine Stunde mal wieder gewartet. Es ist 23.35 Uhr. Oh, ich bin hier irgendwo auf. So, ich probiere mir wieder eine Flagge zu starten. Weil jetzt machen wir ja verloren, weil ich keine Flagge hatte. Bestimmt deswegen. Obwohl, nee, letztes Mal hatte ich eine. War nur ganz kurz. So. Eine Bärengestalt rein. Gehen wir rüber zum anderen. Über eine Katzengestalt gegangen. Und die Alice haben jetzt zwei. Ah, ne, sind auch beide kaputt gegangen. Also, die Horde hat einen. Go, go. Kann doch nicht lange dauern hier. Schneller, schneller. Ach, ich hätte auch am Anfang noch aufgenommen. Damit das mal ein bisschen weggeht hier. Weil ich habe die ganze Zeit Barfut, aber Futter ist nie. Einen Buff gegeben. Ich habe hier meine Leiste ein bisschen geändert. Das sind hier eigentlich Sachen, die ich immer normal benutzen müsste. Sobald sie frei sind, wenn ich im Kampf bin. Das sind meine beiden Schmuckstücke. Habe ich die eigentlich noch? Ja, habe ich noch. 54er und 60er Schmuckstück. Lol. Das sind mal richtige Lausachen. Problem ist, ich habe auch nie richtig gequestet. Ich bin meistens eigentlich immer in der Instanz gegangen und habe da irgendwie nie richtige Schmuckstücke bekommen. Und
Ja, also habe ich da nie richtige Schmuckstücke bekommen. Wo war ich stehen geblieben? Da habe ich nie richtige Schmuckstücke gekriegt, deswegen habe ich nie noch von ganz am Anfang. Glaub Level 35 oder so sind die Teile. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf so Level 35 war es, glaube ich. Gehe ich jetzt mal von aus. Und ja, ich bin jetzt schon 83. Da gibt es natürlich schon 1000 bessere Schmuckstücke, aber wie gesagt. Ja, also nie ein richtiges bekommen, weil ich entweder schlecht gewürfelt hatte oder über den Quest nur immer Sachen gekriegt habe, Klamotten, aber keine Schmuckstücke. Und das Leveln geht jetzt eigentlich auch so schnell. Ich bin ja noch in das Startgebiet von Fagir. Ich bin noch in Fagir drin. Das ist ja das erste Level von 81, oder von 80 bis 82 war das. Und ich bin jetzt 83 und bin immer noch drin. Was soll's? Welchen Platz bin ich denn? Wie bin ich schlecht? Naja. Bislang sieht es gut aus, aber und wir sind ziemlich gleich stark. Also die Allianz und die Horde. Ich denke mal, gleich macht irgendeiner einen großen Fehler. Und dann haben wir verschießen. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt noch verlieren werden. Denn ich könnte gut ein paar EPs gebrauchen. Ich war auch schon überlegen, ob ich vielleicht vom WoW dieses Beta auf den Beta-Server gehe, weil... Ach, das ist ein Schurke. Weil das ja eigentlich auch schon ziemlich interessant ist, wie die neue Welt aussieht. Weil wenn sie erstmal raus ist, muss man sie ja nicht mehr sehen. Dann holt man sie sich ja selber, wer spielen will. Und wer nicht spielen will, halt nicht. Aber jetzt ist das vielleicht bei der Beta-Version interessant, von wegen, wie die Quests dort aussehen, wie das Gebiet aussieht und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich mir dann überlegen, ob ich vielleicht die Beta-Version ab nächstes Jahr anfange.
dann spiele ich halt da meine Beta-Version am Tag. Und ja. Denn Dudu ist hier. Also, heute bin ich ja hier wirklich nur ein Stern. Ich werde doch nicht besser. Come on, let's go. So, Waffen aufsatteln und weiter. Zack, zack, zack. Wie am Fließband. Gefreiter. Hey, ich bin gestunt. Ich habe einen Erfolg gekriegt. Held des Tempels. Halte ein. Okay. Habe ich das geschafft? Keine Ahnung. Halte in einer einzigen Schlacht um den Tempel von Mungo 4 Kugeln. Macht und töte 4 Gegner, die eine Kugel der Macht hat. Halt. Nee. Nee. Gerade einen Buff gegeben und jetzt bin ich gestunt. Ist doch nett, oder? Schuppi! Ah, jetzt ist die da hinten wieder. Pry. Oh, da. Jetzt machen wir ein bisschen Berserker. Schauen wir, was Schönes ist. Ist richtig knapp. Wir haben gerade mal 100 Punkte Vorsprung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Allies gar nicht gewinnen wollen. Weil die stehen die ganze Zeit nur um die Kugeln herum und sammeln die nicht ein.
Weil die wollen es mit Absicht so knapp machen. Damit man sich ein bisschen mehr ärgert, wenn man verliert. So, komm her, schneller. Da, ein Buff aufsortieren und los, White. Bonanza! Wozu ging das Lied? Und die Melodie. Schnell zu den Freunden stellen hier. Oh. Ein Kill? Egal. Wir haben gewonnen. Knapp, aber gewonnen. Am Ende war es doch gar nicht mehr ganz so knapp. Also. Ich hatte hier ein Kill. Ich bin neunmal gestorben. 44 ehrenhafte Siege. Der Schaden ist nicht ganz so hoch. 160.000. Okay, ich war ziemlich oft tot. Und die Heilung. Auch nicht ganz so hoch. Ich habe 5 Kugeln aufgesammelt. Nicht schlecht. Siegespunkte. 139. Oh, der hat hier 406. Na gut. Also, das war die Runde. Tempel von Katmugo. Oder so. Irgendwie, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ihr könnt mir ja reinschreiben oder mir Bescheid sagen, die Leute, die mich privat kennen, soll ich vielleicht die Beta-Version von WoW spielen oder lieber hier PvP weiterspielen, damit ich den nächsten Charakter auf 100 kriege. Weil wenn ich die Dingens weiterspiele, die Beta-Version, dann werde ich ja hier mit denen hier nicht mehr weiterkommen. Weil ich dann hauptsächlich halt die Beta-Version spielen werde. Deswegen schreibt mir rein, was ihr lieber sehen wollt. Weiter PvP oder lieber doch die Beta-Version. Dann wünsche ich euch bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.